Nee, auch das nicht. Raffi, ich war halt noch nie talentiert an einer anderen Gitarre. Auch als ich jung war. Leider, leider. Nicht von talentierten Sorte. Das ist einfach, wie es ist. Davon abgesehen, auch alte Leute können immer noch geil Gitarre spielen, wenn sie es mal konnten. Das, nein. Wäre schön, wenn ich es auch schieben könnte, aber es ist einfach Talentfreiheit. Leider. Kommt mir alles sehr bekannt vor hier. Das ist schon der dritte Dungeon in diesem Stil. Das ist auch ein bisschen lahm. Das ist totales Recycle-Design. Okay. Hier ist ein bisschen Wasser drin, okay. Aber sonst? Ja. Ja, 6 Etagen. Aber es ist genauso groß wie die anderen beiden, muss ich sagen. Von wegen ist es viel größer, weil es da jetzt 3 oder 4 Batterien braucht am Arsch. Das ist genauso. Was, echt? Das ist auch... Dreimal im Spiel den gleichen großen Sinnlos-Dungeon hinbacken, finde ich auch ein bisschen schwach. Oh. Das Spiel wurde wieder besser jetzt zum Ende, aber jetzt gerade wieder so ein Patzer aus meiner Sicht. Oh. Dann ja, es sieht besonders aus hier auf der ersten Ebene wegen Wasser. Ich würde sie bestimmt gleich oben wieder relativieren. Und dann wieder sehr copy-paste-mäßig werden. 78, ja, exakt. Wieder einer auf YouTube musst du sein. The Do, der spielt halt auf einem anderen Level. 78, ja, okay. Sagt mir gar nichts, The Do. Aber ich muss wie einige Leute sein, wenn's. Meinst du jetzt wegen Gitarre spielen oder meinst du wegen Zeitmanagement oder bezüglich wessen genau, Duffy? Doch, ist kein Copy and Paste, es ist doch ein Dungeon-Schiff, der das ein bisschen anders aussieht. Weil ich glaube, es täuscht vielleicht auch wegen dem Licht etwas anders ist. Ah, ich weiß nicht genau. Hier ist nichts überwältigend krass anderes. Ja. Container we saw at the entrance. Plop. Und drin da. Schieb den Block. Denn ich hab Bock auf den Block. Wusch. Jetzt müssen nur die typischen Gegner kommen. Da haben wir wieder 1, 2, 3 gleich im Dungeon nochmal. Ich sag's euch. The door's shut. Aber hier brauche ich offenbar auch den Roboter tatsächlich. Ich sehe schon. Wes gibt Schieberätsel. Oh. Der spielt auch Doppelgitarre und Gitarre hat er sich selbst beigebracht, hat damals Geige gelernt und Piano. Ja. Ich habe mir Gitarre auch selbst beigebracht, zumindest ursprünglich. Dann natürlich auch ein bisschen Unterricht genommen irgendwann, weil ich nicht weiterkam. Aber als Autodidakt bin ich halt generell auch nicht sehr gut. Ich habe mir dadurch aber viele Spielfehler reingeholt, die ich nie wieder korrigieren konnte. Wie gesagt, Talentfreiheit. Oh. Ach, da muss es rauf. Hä? Ach so, weil es da fehlt. Ah, okay. Das Ding ist halt, wenn du Talent hast, da kommst du ran, fängst es an, autodidaktisch und läuft. Wenn du halt nicht so ein Talent hast, kannst du halt autodidaktisch viel versauen. Und wenn du erstmal ein Spielfeld drin hast in einem Gitarrenspiel oder sonst wo, brauchst du ein Leben lang oder länger, um das wieder rauszukriegen. Bei mir, naja. Zum einen, das halt, da ich die wahrscheinlich wieder rausziehe, die ganzen Fehlerchen. Zum anderen ist es auch trotzdem nicht generell leicht zu lernen, weil ich halt auch da noch talentbefreit bin. Es ist ein Trauerspiel. Und ja, ich weiß, sowas für Musiker sein. Aber, was soll ich sagen? Was bringt es mir, mich da anzulügen oder euch anzulügen? Ist ja halt, wie es ist. Die traurige Wahrheit. Mit dem Talent. Und ich weiß, man kann Talent oftmals ausgleichen irgendwo. Man kann Talent haben, alles läuft, blablabla. Aber selbst sie müssen ein bisschen was tun, schätze ich mal. Aber auch wenn du kein Talent hast, kannst du natürlich mit viel Fleiß und Übung theoretisch Level erreichen, die ähnlich sind. Aber ich glaube, wenn du trotzdem von Natur aus Talentlevel, der hier ist, okay. Einer hier ist, okay. Bist halt hier gilt das talentiert, hier gilt das nicht talentiert. Schaffst es aber aufzuholen. Aber wenn du hier unten anfängst, dann schaffst du es auch nicht da oben ran. Und da unten habe ich angefangen, würde ich sagen, bei Gitarre. Und das ist halt meine Grundvoraussetzung. Traurig, aber wahr. Na, ihr kleinen Scheißer. Du bist ja, wir haben ja den 1-1 Dungeon hier mit den ganzen Gegnern und so weiter. Das ist genauso, wie wir schon 5-mal gemacht haben hier im Spiel. Unglaublich. Kumpel von mir damals, die Gitarre genommen, das erste Mal los, hat gespielt, seine Eltern wollten ihn aber zum Piano zwingen, also hat er Musik für ihn aufgegeben. Ach, so eine Scheiße.
Das ist ja mal eklig. Wenn Eltern was wollen, vor allem bei Instrumenten, und dann sowas bei rauskommt. Das ist immer total traurig, wenn ich sowas höre. Talent heißt nur, zufällig den richtig gemacht zu haben und nicht wissen, wie man mit Fehlern umgehen muss. Das kommt bestimmt auch dazu, aber ich glaube, so einfach ist es ja doch wieder nicht. Aber ja, klar. Im Prinzip kannst du so vieles darauf reduzieren. Wenn du bei einer Gitarre das Plektrum in die Hand nimmst und zwischen Daumen und Zeigefinger nimmst und das beim ersten Mal machst, hast du bereits ein gewisses Gefühl dafür. Aber wenn du es aber falsch machst oder nicht für deine Anatomie korrekt machst, weil irgendwer sagt, das muss so gehalten werden, aber deine Finger sind so und so gebogen, doof gesagt, und bei dir passt es halt nicht so gut, da hast du schon mal einen grundsätzlichen Fehler drin und dann musst du das wieder rausarbeiten irgendwie und kommst vielleicht nie in die richtige Position, so wie ich zum Beispiel. Ich habe mein Leben lang probiert, das Plektrum richtig zu halten. Das rutscht mir weg ohne Ende. Ich habe spezielle Plektren, die mir nicht wegrutschen sollen. Mit Riffeln, mit Sandpapier, Oberfläche irgendwie rau, was auch immer. Die rutschen mir alle weg, weil ich total viel schwitze auf der Bühne. Und generell viel schwitze. Egal wie rutschfest die sein sollen, die rutschen mir alle weg. Und generell, ich bin immer unsicher, wie ich es halten soll. Es geht inzwischen einigermaßen. Ich habe viel geübt, um das gut zu haben. Aber perfekt sitzen wird es niemals. Aber sowas ist, wie du das sagst. Du fängst an, hältst das falsch, machst was falsch und hast dann entsprechend guten Start oder eben nicht. Und ja, das mag durchaus sein, dass Talent da auch aufgrund dessen ein Stück weit geformt wird. Aber dennoch, vielleicht kann sogar springen damit, cool. Dennoch ist es schon mehr als das, würde ich sagen. Also doch, Druckluft-Tacker und dann rutscht es nicht mehr. Ja, aber, ja, vielleicht überlege ich mir nochmal. Ich muss sagen, so hier im Dungeon, das ist sehr geil mit dem Roboter. Dafür ist er sehr cool. Da macht er Spaß. Bisschen springen. Bisschen Dinge hochheben. Also das ist hier sehr cool, der Roboter, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Was soll ich mit dem hier machen? Ja, und das war's. Ah! Geheime Kiste drunter. Sekundenkleber und gib ihm. Ah. Wäre auch eine Idee, aber glaub mir, bei dem Schweiß, den ich ausdünste auf der Bühne, ist der Sekundenkleber auch ruckzuck wieder entlöst. Hundertprozentig. Warum kein Plektron an der horizontalen Extrafläche, damit es nicht so rutschen kann? Weiß ich nicht. Ich schätze mal, es würde nicht gut in der Hand liegen. Du musst ja auch ein Stück weit Kontrolle drüber haben. Umso größer das Ding ist, umso weniger du halt direkt aufsitzt, glaube ich, hast du auch weniger Kontrolle drüber. Ich habe das, keine Ahnung, weiß ich nicht, würde ich jetzt schätzen. Ich kenne keine Plektren mit solchen Formen und offenbar hat es auch keiner. Quasi ein Kreuz, ja. Aber es wird, glaube ich, einen Grund haben, wieso es sowas nicht gibt. Davon abgesehen, glaube ich, bin ich einer von wenigen Leuten, die damit so ein Problem haben, tatsächlich. Vielleicht auch deswegen, weil der Bedarf nicht da ist. Ich kenne einige Gitarristen und keine Ahnung was. Und von keinem weiß ich, dass er mit so einem Problem gesegnet ist, wie ich an der Stelle. Also ich glaube, ich bin echt eher eine Ausnahme. Ja. Ja, genau das auch. Man muss ja doch manchmal ein bisschen hin und her switchen und keine Ahnung was. Das ist richtig. Und du musst auch zum Teil bei einigen Spieltechniken das Plektrum einigermaßen locker halten. Zum Beispiel beim Sweeping, da machst du keinen festen Griff. Gut, du machst sowieso nicht fest, du machst halbwegs locker, aber du machst beim Sweep noch ein bisschen mehr locker lassen als normalerweise. Könnte auch schwierig werden bei einem größeren Plektrum, weil du da weniger Kontrolle hast einfach. Also ich kann es mir nur so vorstellen, ich weiß es nicht genau. Hallo? Schnell, die Gegner kommen! Feuer frei! Toll. Fällt mir echt auf einmal richtig gut, der Roboter. Das war anfangs so, ja, aber jetzt sehe ich, warum er drin ist. Jetzt passt das für mich. Sehr schön. Achso, zum Greifen. Kann ich registrieren bis eben gerade. Ah, zwei Stück gleich. Ja, läuft. Hopp. Denke auch, weil der Bedarf nicht da ist. Da man inzwischen gerne mal sowas easy Gitarre, 3D drucken, wenn man es ausführen will. Theoretisch sogar richtig, ja. Wurfmodus? Brauche ich doch gar nicht. Achso, weil ich nicht überspringen kann damit, ne? Verstehe. Ja. Triff. Aua. Das ist ein Dolz, soll heil bleiben, das Teil.
Aber der Kumpel bei mir war das damals schon echt krass. Nimmt im Laden die Gitarre in die Hand, hört sich Klänge an und spielt einfach los. Ja, das ist Talent. Und das kriegst du auch nicht durch Zufall raus. Das ist Talent, das ist, wobei ja in Tatsache, dass man... Normalerweise bist du ja physikalisch, biologisch gar nicht so in der Lage, weil du hast halt die, von der E-Gitarre vor allem, hast ja Stahlseiten, die sind schon ein bisschen hart. Die runterzudrücken erfordert eigentlich Übung. Durch Talent ist es eigentlich nicht gemacht, weil du hast dabei ein bisschen Schmerzen anfangs. Also das tut wirklich weh anfangs, wenn du es ordentlich machst. Vor allem bei den höheren Seiten, die schneiden sich quasi in dein Fleisch rein. Wenn du noch kein Hornhaut hast. Die Hornhaut kommt ja erst durchs Spielen, durchs Üben. Das heißt, das ist ja ein physikalischer Effekt, der da entsteht. Das kann mit Talent nicht aufgewogen werden eigentlich. Aber ja, trotz allem, wenn man so schon anfängt oder anfangen kann, dann ist das bestimmt ein mega krasses Talent. Und das ist sehr, sehr schade, dass das auch mal nicht genutzt wurde. Da könnte ich kenne deinen Kumpel nicht, ich kenne seine Eltern nicht, aber ich würde, wenn ich sie sehe, erstmal, glaube ich, eine scheuern, was sie da nicht genutzt haben. Generell, wenn ein Kind, wenn du merkst, dein Kind hat Spaß an irgendwas oder ein Talent und macht das gerne, dann förder das doch, was soll der Quatsch? Ich meine, das nicht fördern zu können, weil nicht wirklich vielleicht ist was ein, das eine Ding, aber wenn du nicht förderst und bewusst was anderes immer willst, das ist einfach ätzend. Das ist so typisch, klassisch, klischeehaft. Eltern leben durch ihr Kind und wollen durch ihr Kind Dinge verwirklichen, die sie selbst mal haben wollten. Das ist kacke, das kaut nicht hin, das darf man nicht machen. Da gibt mir immer die Hutschnur, ganz ehrlich. Kann ich gar nicht haben, sowas. Verstehe ich auch nicht. Klar. Ich hätte auch in meinem Leben früher gerne Gitarre gespielt und hatte aber als Kind selbst keine Motivation dazu. Und ab schon Tage gehabt, wo ich sagte, ja. Hätten meine Eltern mich mal dazu gezwungen, Gitarre zu spielen. Dann wiederum, nee, so Quatsch. Dann hätte ich bestimmt das gar nicht mehr gemacht. Das ist auch Käse. Es kommt, wenn es kommt. Wenn nicht, dann nicht. So eine Richtung, ne? Auch wenn es natürlich schade ist. Hoppala. Aber jemanden zwingen, was zu tun, was er gar nicht will, das ist halt, das geht nicht. Egal wie. Und auch ich hätte natürlich meinem Kind dann... Ich hätte auch gerne, dass mein Kind dann irgendwann sagt, ja, hier, komm. Ich spiele Gitarre, ich mache hier krass Sport, so wie du, läuft, ne? Aber wenn es dann nicht kommt, dann kommt es nicht. Ich würde es ihm nicht aufzwingen wollen. Nur weil ich das für mein Kind sehe. Das haut dann immer nicht hin. Das ist eine verdrehte Wahrnehmung. Hui. Wow. Ja, Power beim Werfen. Meine Fresse. Ich denke, es ist ein Extremfall von Monkey See, Monkey Do. Alleine, weil man ja nicht durch die Griffe direkt richtig setzt. Wenn man Vergriffung zu tun, Griff nicht hat. Ja, das wird schon so sein. Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Lauf, 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 lauf. Und platzieren. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett, zu fett, zu fett. Ah ja. Könnt ihr eigentlich theoretisch rüberspringen mit dem Springbot? Ja, nur noch hoch ich halt rüber, was soll's. Ist ja kein Problem, haben wir alles da. Hui. So, garantiert wieder irgendein Item versteckt, was nicht da ist. Also, wahrscheinlich ist es kein Item, aber es sieht so aus, als wenn da eins wäre. Ich guck mal kurz nach. Wah. Ah. Der Koko doch wieder mal. Hallöchen. Ach doch, da ist was. Okay. Nichts Tolles, aber es ist zumindest irgendwas. Ah. Wow. Na, komm. Ja, ist okay. Also besser, als wenn nichts gewesen wäre, was ich befürchtet habe, denn ich kenne... Oh, noch was. Ich kenne das ja aus anderen Dungeons, die so ähnlich wie... Au. Was zum Teufel? So ähnlich wie der hier waren. Mist. Wie zum... Aufmachen. Gott, geschafft. Bisschen merkwürdig hier die Stelle. Hui. Danke. Wow. Nein. Nimm das. Nimm das. Warte mal, ist jetzt Level 16? Bin ich Level gestiegen? Gar nicht gemerkt. Aber scheint so zu sein, ha? Huh? Nee. Bin ich nicht. Die haben Level höher als ich. Ich glaube, das Spiel geht davon aus, dass ich auf dem Weg hierher alles an Gegner weggehauen hätte, was da war. Aber selbst denn, gehen muss ein oder zwei EP. Das sind 300, die mir noch fast fehlen.
Es wäre eine Menge Gegner, die ich nicht geklatscht habe. Ich hätte klatschen müssen, um noch ein Level zu steigen gerade. Aha. Komme ich da rüber? Ich glaube, das ist so. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's nicht. Ah, ich liebe die Passagen. Ich liebe sie. Hui. Ach, der Jump'n'Run-Hasser. Ja, so ist es. Hui. Nein, nein! Ich hasse die Passage, ich hasse sie. Nein, nicht. Aber was war? Das hilft nur einmal statt zweimal, was soll denn das? Ihm gerade auch schon, das wäre Eingebildung, was beim zweiten Mal genauso passiert. Das war ja kurios. Dumme Passage. Ah, wir kommen. Ah, alles klar. Ich habe offenbar einen Weg verpasst. Hier drüben. Ach, was soll's. Damit komme ich jetzt klar. Ich weiß, das ist völlig entgegen meiner Natur, aber... Da ich jetzt nicht mehr viel mitnehmen will vom Spiel, was nebenher gesammelt werden kann, sondern bloß durch sein will, ist es für mich vertretbar. Und zumal mal, da ist was Blaues. Das heißt, der Verlust wird direkt ersetzt und sogar besser ersetzt, als es vorher möglich gewesen wäre. Kein Problem auf diese Art und Weise. Nein! Danke! Hup, hup. Hup. Komm noch her, du! Oh! Ich weiß gar nicht, die wollen Bumm machen, das will ich aber nicht. Geht weg von mir. Kurzschritt-Rucksack erhalten. Oh, oh. Das schreit nach Panzerattacke. Zwei Stück gleich wieder. Here we go. Wo ist der andere? Komm doch. Mist. Sag mal. Okay. Wo dann geht. Nächste Runde. Ich muss nachladen, toll. Schieß schon. Zu lange Nachladefrequenz hier. Komm, schießen. Mist. Noch eine Runde? Nein. Und da muss ich weiter. Okay. Ich ziehe super. Oh, was ist hier los? Geht doch. Flop. So, keine Items, war ja klar. Wo sind wir nicht gerade? Ebene 3. Oh, Damn it. Elevator spotted. Bitte nach ganz oben. Nein, nein, nicht nur eine. Ich will zwei höher oder drei oder fünf. Dann gehe ich zwar durch die Decke, aber auch das ist nicht verkehrt. Darauf warte ich schon seit Jahren im Stream. Im Let's Play, besser gesagt. Durch die Decke gehen. Hey, wir haben mal eine Zeit langsam. Na. Zoom. Oh, oh, nein, 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 ich muss zurück. Habt ihr alle gesehen? Das muss geholt werden. Das gibt nicht anders. Das war blau. Höchste Seltenheit. Ich glaube, da war ich schon mal. Ja, das habe ich mir nicht geholt. Ich könnte auch von hier oben herunter springen, mir das holen eigentlich, wenn es so wie es aussieht gerade. Das ist egal. Will ich ja gar nicht. Nein, 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 nein. Schüttel den Gedanken ab. Ich will weiter. Und jetzt für dich, weil es hier offenbar einfach mit Tuch überdeckt ist. Nichts zu festhalten für den kleinen Dämon. Unschön. Ups. Kommt her zu mir. Ich hab was für euch. Thief? Nein. Los. Baller mal. Pam. Nein. 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 Komm. Nein. Ah. Zwei weg. Scheiße. Danke. Danke, Rao. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Läuft. Muss ich lang? Da.
Sieht mir jetzt aber nach Sprungbot aus, ne? Ich glaube, mein Roboter springt nicht so hoch. Oder ich muss... Ja, ich komme nicht mal mit dem Sprung. Ich versuche es mal damit, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Bin aber neugierig, ob es geht oder nicht. Denn ja, wird aber den Sprungbot ein Stück weit redundant machen. Andererseits ist ja schon wieder... Ne, geht nicht. Der kann immer richtig hochspringen, so ist nicht. Das sieht der kann sowieso nicht so hochspringen. Aber... Egal. Ja. Das stand schon mal höher und dann noch den Powersprung, wie gesagt. Kein Ding. Lauf. Aha. Ah, das mache ich trotzdem. Das nehme ich trotzdem mit. Ganz, ganz klar. Munitionschip. Hm. So mal ein Item, was sich lohnt. Nicht einfach nur ein Upgrade, was ich nicht nutze, sondern eins, was vielleicht tatsächlich Sinn haben könnte für mich. Wenn ich nicht hovern muss, hover ich auch nicht. Guck mal, da hinten ist was Blaues. Nein, was? Halt dich doch mal. Warum hält er denn nicht fest? Ich war doch an der Kante. Wieso hat er sich festgehalten? Was soll das? Scheiß. Hüp, hüp. Gib. Brandsatz. Raketenwerfer. Mal zwei. Awesome. Und eine Level 16 Waffe. Also, die dürfte gut Bums haben. Schätzungsweise. Naja, ist mir egal jetzt. Die krassen Kisten... Moment, ich habe eine Karte erhalten? Riandaschlupf... Hä? Karte? Hm. Interessant. Habe ich auch bekommen, sehe ich gerade. Gar nicht mitbekommen, wenn ich sowas bekommen habe. Die Frage ist, was bringt mir das? Ich meine, jetzt, ob ich den Bereich jetzt sehe oder nicht, meine Güte. Schön und gut. Keine Ahnung. Irgendwie ein sau unwichtiges Item, oder? Brauche ich nicht. Ignoriere ich gekonnt. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ah. Schön. So was sehr Sonic-artiges, aber diese Sequenz. Also, 2D Sonic. Finde ich echt. Aua. Finde ich echt cool. Na los. Also ich bin jetzt rübergesprungen, nebenbei, das ist so Sonic gerade. Voll gut. Nein, au. Au, mein Leben. Oh, was zum? Ich bin fast tot. Ich muss mich vielleicht langsam mal heilen. Ich spekuliere darauf, gleich eine Station zu bauen, wo ich mich generell regulär heilen kann, ohne meine Sachen zu verschwinden. Ich weiß, ich bin ein Sprachfuchs, aber es ist halt so. Ausdauer-Boost-Chip. Für meinen Roboter, meinen Dicken. Passt. Lauf, 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 lauf. Und ich muss wieder runter. Das ist so typisch. Ah. Wieder mal Robot-Action, wie ich sehe. Oh, schnell, 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 schnell. Da kommen die bösen Viecher. Machen Bumm. Okay. Au. Ich sehe gerade, ich habe schon... gut Schaden eingesteckt mit dem Tank-Roboter-Ding hier. Die Hälfte ist schon weg und mehr sogar. Was ist da dann passiert? Alter Falter. Na. Na. Hui, hui. Na du? Ich wusste, dass du hier auf mich warten würdest. Au. Au, okay, krass. Das Ding hat mich halt... Wow. Das klingt mir sau viel Lebenspunkte weg, der Strahl. Alter Verwalter. Das ist böse. Wow. 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 Ah, nö.
Frau, machst du was bitte? Ja, mach mal. Ich nutze ihn selten, aber ich soll ihn halt öfter nutzen. Oh. Am Arsch. Na, greift Rau an und nicht mich. Finde ich gut. Na. Ich könnte mich heilen, aber ich riskiere es ohne mich zu heilen. Ich bin einfach krass drauf. Ist Rau tot? Nein. Sehr schön. Durchaus praktischer Skill von Rau, wenn er das so macht, ne? Ich würde es immer noch ätzen, du hast so viele Skills inzwischen. Ich habe jetzt drei Begleiter, nicht nur zwei. Und die haben alle drei oder vier aktive Skills. Und ich kann nur vier auswählen. Das ist echt ein bisschen arm. Da müsste viel mehr dabei sein. Finde ich vom Grunddesign-Gedanken schon... Naja. Ach, kommt doch wieder was an Gegnern. Oder nicht? Das reicht. Oh, ist da was Blaues? Tatsache. Krass. Aber ich kann mal rüberspringen, wieso? Das Ding zu sein. Jetzt, ah, damit ich durchkomme, okay. Ich brauche die beiden Teile. Die nicht erreichbar. Hä, was? Hä, was? Wie ist es aussteht? Nein! Greif nicht aussteigen. Also ich muss ja. Here we go. Nein, was zum. Hä? Doof. Here we go. Nimm den mit. Das Ding ist, du musst gedrückt halten. Wenn ich jetzt bei F loslasse, lässt er es auch los. Aber gedrückt halten F ist gleichzeitig Aussteigen des Fahrzeugs. Eben gerade ging es wunderbar, aber gerade wollte das zwar nicht so machen, wie er sollte. Kurios. Flop. Aber nicht so gut, egal. Erst den nächsten holen. Oder ganz anders, erstmal das hier holen. Danke. Na, auch mit dir. Verdammt, wieder vergessen. Jetzt. Ja! Ah! Olympiadenverdächtig. Oh. Oh fuck. Doch, komm ich drauf, alles gut. Ich schmeiße immer rauf, wenn ich mal rankomme. Ist auch schön blöd. Da. Der ist wie nach hinten runtergefallen, leider. Ist aber nicht schlimm. Das verkraften wir alles. Plopp. Pam, pam, pam. Bitteschön. Sehr gut. Ich glaube, so langsam heile ich meinen Roboter doch vielleicht mal. Falsch. Wird ja sonst nicht besser, ihr Leben hier. Trau. Genau. Lenk sie ein bisschen ab. Schaden machst du keinen, aber ablenken, das ist super. Das läuft. Ja. Toll. Die normale Schlagreihe ist wie stärker als dieser Kuh oder genauso wie der Kuhangriff. Ich mache drei Angriffe und das Ding ist tot. Oder ich mache einen Kuh und normalen Angriff danach noch. Ist auch recht sinnfrei. Was alle? Oh. Nein, natürlich nicht. Au. Mist. Oh, noch einer. Lasst mich. Komm schon rauf. Ja. Okay, tritt er beide. Der Schlag glaube ich nicht. Also einen leichten AOE-Schaden. Dann ist es okay. Aber, oh, nicht zu der Bringer. Shit. Bin getroffen. Oh nein, noch eine Runde. Ah, nachladen, noch schlimmer. Wenigstens reichen ein, zwei Schüsse, um die Dinger zu versenken. Das ist mal ganz angenehm. Oh, noch eine Runde, ehrlich jetzt? Da, jetzt aber. Na, nein. Was, wie lange dauert das denn bei dir? Meine Güte.
Wo ist er? Da. Nimm das. Ich glaube, dass ich ein bisschen gestunt dadurch bin. Ich bin nicht ganz sicher. So. War es das dann mal? Darf ich weiter? Ja, ich darf. Danke. Nur ein Fahrstuhl. Sehr schön. Ab nach oben, bitte.